06 TV wird präsentiert von Schaltplan, Ihr Partner für Ihre Schaltanlage. Alex Langlitz, für dich hat sich heute viel in der 12. Minute abgedreht. Ersten Tor, dann verletzt. Nimm uns einmal mit, was ist da genau passiert? Ja, ich wollte den Ball sofort reinmachen, hat leider nicht geklappt. Dann bin ich nachgesetzt und ja, dabei ist ja leider, ich glaube, der Gegenspieler ein bisschen auf mich gefallen und ja, habe eine Verletzung in Kauf genommen. Tor gemacht, leider hat es nicht gereicht für den Sieg. Du hast danach die Partie von der Tribüne verfolgen können. Was hat am Ende gefehlt, damit man diesen Dreier noch mitnimmt? Ja, ich finde, Schalke hat es gar nicht so schlecht gemacht. Bei uns ein bisschen so der letzte Pass hat gefehlt. Ansonsten war es eine recht ansprechende Leistung. Im neuen Jahr wollen wir daran anknüpfen. Gerade in der ersten halben Stunde gehörte euch das Spiel. Da habt ihr Schalke wieder früh unter Druck gesetzt. Wie hat sich das so im Spielverlauf geändert? Am Ende hat es vielleicht so ein bisschen bemerkbar gemacht, die letzten Spiele, eine englische Woche, letztes Spiel. Aber finde, so wie wir am Anfang agiert haben, so können wir dann im nächsten Jahr weitermachen. Marc Schulze News, es sah eigentlich lange gut aus, am Ende noch den Ausgleich kassiert. Man hätte heute viel lieber noch 3 Punkte mitgenommen. Ja, genau. Wir hätten das Spiel jetzt zum Jahresabschluss gerne gewonnen. Haben, glaube ich, hier in der ersten Halbzeit eine richtig gute Partie gemacht. Glaube ich aber auch gegen eine gute Schalker Mannschaft, die es wirklich gut gemacht hat, dann gerade auch in der zweiten Halbzeit uns wieder unter Druck gesetzt hat. Da hat es so ein bisschen gefehlt, dass wir nach vorne in unserer Aktion, Ballbesitzphasen, hatten wir relativ wenig in der zweiten Halbzeit. Ja, und dann war es nur eine Frage der Zeit, bis eigentlich der Ausgleich irgendwann fällt. Wir haben versucht, das bestmöglich zu verteidigen, haben es leider nicht geschafft. Von daher ist, glaube ich, das 1-1 in Ordnung. Du warst heute oft gefordert, hast oft auch schon vielleicht ein früheres Gegentor verhindert. Was ist dann in der einen Szene noch falsch gelaufen? Ja, ich glaube, das ist einfach eine Verkettung. Ich glaube, wir klären den ersten Ball schon nicht richtig. Dann sind wir meiner Meinung nach zu tief im 16er, hätten da schon mehr Höhe gewinnen müssen. Schaffen es dann auch nicht über außen die Flanke zu verhindern und hängen dann hinten drin, haben unseren Mann aus den Augen verloren. Und es ist für mich auch schwierig, da in der kurzen Distanz hinzukommen. Blödes Gegentor einfach. Sascha Hildmann, am Ende ist es ein 1:1 und eine Punkteteilung. Kann man doch heute mit leben? Ja, wir können damit leben, weil das Spiel einfach genau so war. Ich glaube, wir haben eine hervorragende erste halbe Stunde gespielt, früh gepresst, viel Bälle geklaut, leider nur ein Tor geschossen. Dann hat man auch gesehen, die Qualität der Schalker fußballerisch sehr gut. Sie hatten 3 Lizenzspieler in der ersten Elf. Das ist natürlich dann auch nochmal Qualität. Und da mussten wir uns ganz schön strecken und wehren. Und hinten raus dann... Ja, der Ausgleich. Ich denke, es ist ein gerechtes Unentschieden und damit müssen wir jetzt in die Pause gehen. War auch ärgerlich, dass ein Alex Langlitz mit dem Tor quasi ausgewechselt werden musste. Der hat euch heute dann auch ein bisschen gefehlt mit seiner Lautstärke und Präsenz. Ja, natürlich hat er gefehlt. Alex fehlt immer, weil er sich, ich hoffe, er hat sich nicht zu schwer verletzt. Das ist natürlich bitter für uns und hat uns natürlich nicht gut getan, ist klar. Jetzt geht das Jahr mit dem Unentschieden zu Ende. Du hast schon ein paar Mal vorausgeblickt. Möchtest du noch ein bisschen was an die Fans zum Schluss richten? Ja, natürlich. Ich würde mich jetzt gerne... verabschieden in die Winterpause, in die Weihnachtsferien. Ich wünsche allen Preußen-Fans natürlich in der Preußen-Familie frohe Weihnachten. Alle, dass sie gesund bleiben, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dieses Seuchenjahr mit Corona, das hat sehr weh getan allen. Hoffen wir, dass es jetzt vorbei ist und dass es im nächsten Jahr wieder bergauf geht und dass wir genauso mit Freude und Begeisterung und vor allen Dingen alle gar gesund wieder im neuen Jahr starten.